Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind für euch nach Berlin gereist und auf der Berlin Brettspiel kommen. Und bei mir sind der Alex und der Andreas. Hallo ihr beiden. Es könnte ja sein, dass jemand noch nie was von der BerlinCon gehört hat. Was ist das denn? Andreas, das soll vorkommen, dass noch nie jemand von der BerlinCon was gehört hat? Ich kann mir das nicht vorstellen. So viel wie hier los ist, muss da schon fast jeder davon gehört haben. Ja, aber prinzipiell ist es eigentlich das große Brettspielfestival hier im Raum Berlin. Ja, hat klein angefangen vor 5 Jahren, so als Hunter & Krohn Community Event. Und jetzt würde ich mal sagen, wenn man sich auch hier umguckt, ist natürlich die Hunter & Krohn Community immer noch da, aber auch ganz, ganz viel andere Leute. Und das macht uns natürlich glücklich. Jetzt hier im 5. Jahr großartig. Also wer auf Brettspiele steht, im Raum von Berlin ist oder eigentlich auch mal einen Trip nach Berlin machen will, der kann nicht mehr an der BerlinCon vorbeikommen. Was halt die BerlinCon auszeichnet, ist halt, dass es wirklich eine Convention ist. Es ist nicht nur eine Messe, wo man kaufen und spielen kann, sondern wir haben einen riesigen Flohmarkt, wir haben Talks über Brettspiele. Es findet halt drumherum noch jede Menge statt, was irgendwie das, glaube ich, auszeichnet, den Flair besonders macht und das zu einem richtigen Brettspielfestival irgendwie inzwischen entwickelt wird. Andreas, du hattest ja letztes Jahr hauptsächlich die BerlinCon organisiert. Wie ist denn so dein Fazit erstmal vom letzten Jahr, bevor wir auf dieses Jahr zu sprechen kommen? Das lief fantastisch. Ich habe das die letzten 2 Jahre gemacht im Kühlhaus. Davor waren wir noch in der Alten Münze mit Johannes, da war ich noch Erklärer. Und dann haben wir uns die neue Location gesucht im Kühlhaus. Das war super, das war für mich eine neue Erfahrung. Ich war vorher eigentlich Dramaturg am Theater, wie das irgendwie alles funktioniert, mit den ganzen Verlagen, die Kontakte aufzumachen. Und weil es so gut lief, haben wir dann gesagt, wir müssen umziehen. Die Flächen sind voll, die Besucher waren, wir hatten eine gute 5000 Besucher, mehr hätten das nicht rein gedurft in die Halle. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie was suchen, was Potenzial hat für die nächsten Jahre, um es weiterzuentwickeln. Und haben dann direkt nebenan, das sind ja wirklich nur 20 Meter Unterschied, die Station gefunden, die eine sehr gute professionelle Location in Berlin ist und gesagt, das wird die Heimat für die nächsten Jahre. Wir haben jetzt hier die Halle 3 als Ausstellerhalle, die 4 als freie Spielfläche, in den 6 und Lofts und Radcons. Und da gibt es noch mehrere Hallen, um einfach wachsen zu können, um das Potenzial zu haben, es weiterzuentwickeln, was uns wichtig war, um erstmal jetzt die nächsten 1-2 Jahre nicht mehr umziehen zu müssen. Genau, und ihr habt auch euer Team vergrößert. Alex, deswegen stehst du auch bei uns heute. Man kennt dich ja von Hunter & Krohn, auch schon aus den Videos, aber du bist jetzt vollwertiger Mitarbeiter hier bei der BerlinCon und ihr habt auch noch den Sven. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was sind deine Aufgaben, was sind Svens Aufgaben, wie habt ihr das unter euch aufgeteilt und warum bist du überhaupt mit eingestiegen? Ja, ich bin letztendlich ja schon von erster Sekunde an dabei, halt damals noch wirklich als freiwilliger Helfer und jetzt durch diesen großartigen Wachstum wurde natürlich irgendwie Personal benötigt und irgendwie lag es natürlich nahe, dass wir in unseren Reihen sozusagen akquirieren und ich habe halt als der Johannes, der hat mich Ende letzten Jahres dazu gefragt, ob ich mir das nochmal vorstellen könnte, da ins Team wirklich hauptberuflich einzusteigen, habe ich so in mir gefühlt, das ist so ein Moment, wenn ich jetzt Nein sage, könnte ich das später mal bereuen. Ich habe zu der Zeit bei mir in der Nähe in einem kleinen, coolen Kino als Techniker und Grafiker gearbeitet, war alles super, aber ich habe so in mir gespürt, das ist cool, ich kann super mit Andreas in den Sachen davor, wir sind gute Freunde geworden und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und auch in diesem Zuge ist quasi der Sven Siemen da so ein bisschen, man könnte sagen, der ist so als externer Berater tätig, kümmert sich so um Marketing-Sachen, akquiriert nochmal über diese Brettspielszene vielleicht hinaus. Er selber ist ja auch mit Games-Welten und kommt so aus dem PC-Bereich, Computerspiele-Bereich. Und ja, da versuchen wir natürlich Synergien zu nutzen, weitere Sponsoren zu benutzen, weil es ist natürlich cool, dass wir hier diese große, neue und erweiterbare Location gefunden haben. Aber sie ist nicht nur größer, sondern sie ist auch viel, viel teurer. Und wir wollen natürlich das auf alle möglichen Leute aufteilen. Sowohl auf die Aussteller hier als natürlich auch die Besucher und weiterführende Sponsoren gewinnen und halt auch, sage ich mal, diesen Convention, diesen Festival-Charakter, ja, dass einfach mehr Leute davon mitbekommen, dass es was Cooles, was Geiles ist, hier Brettspiele zu spielen. Ja, jetzt haben wir ja so Samstagnachmittag, heute ist so der erste richtige Tag der BerlinCon. Könnt ihr schon so ein kleines Fazit ziehen jetzt? Wie ist es? Hat es eure Erwartungen übertroffen oder ist es so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Oder ist es vielleicht noch was schiefgegangen, wo ihr sagt, oh, da müssen wir noch dran arbeiten? Klar, irgendwas geht immer schief, aber generell bin ich sehr begeistert. Der Aufbau gestern hat super funktioniert. Die Station an sich ist halt viel professioneller, als das letztes Jahr im Kühlhaus war. Das war super, auch zum Üben. Und hier müssen wir uns erstmal auch einfinden. Wir müssen uns aufteilen, wie wir unsere Aufgaben da jetzt übernehmen, weil ich muss natürlich Sachen abgeben. Alex muss gucken, wie finde ich mich da überhaupt irgendwie ein. Wir sind halt kein Riesenteam aus irgendwie 7, 8 Leuten, die eine Messe machen. Und als erstes Fazit bin ich gerade sehr überwältigt. Ich bin selber überrascht, dass wir das hier jetzt gemacht haben in den letzten 3 Vierteljahr ungefähr. Was ja jetzt auch keine kleine Aktion ist.
ist und für zwei Leute, die irgendwie keine Ahnung davon haben, was sie tun, ist das wirklich toll. Ich bin das gerade begeistert. Das behauptet ihr immer, aber in Wirklichkeit. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei dieser Thematik, dass man mit Herz einfach dabei ist. Klar, das eine oder andere Fachmäßige, das kriegt man einfach mit auf den Weg. Und ja, für mich ist es schon so ein bisschen fast surreal gewesen, auch gestern Abend, als es hier alles aufgebaut war, wenn man von außen hier in die Halle 3 geguckt hat. Ja, das ist irgendwie schon das nächste Level irgendwie gewesen. Und ich glaube, ich brauche auch noch ein paar Tage, um das wirklich zu realisieren. Ich stand auch draußen, die Leute gehen an einem vorbei, die sind alle super happy und glücklich. Und es schwappt immer wieder so rüber, so diese positive Energie. Also ich muss sagen, aktuell finde ich es einfach großartig und ich kann es gar nicht fassen, was wir beide da gemacht haben. Ja, und die Frage nach einem Fazit, die messt sich ja auf deinen Besucherzahlen, die zum Glück kenne ich überhaupt noch nicht. Ich bin gerade sehr froh, dass es alles steht, alles läuft, die Leute sind zufrieden, die Hallen sind gut gefüllt, alle haben Platz zum Spielen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich sage immer, wenn ich mit den Ausstellern rede, baut viel Tische, Stühle hin, habt viel Spiele dabei, dass die Leute wirklich Platz haben zum Spielen. Ich sehe sehr viele zufriedene Gesichter, also ich bin gerade sehr zufrieden. Sehr schön, das klingt doch alles sehr gut. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, das ist natürlich nicht in zwei Wochen mal eben so schnell geplant, so eine Convention. Ihr braucht sogar das ganze Jahr. Führt uns mal so, oder in etwa dreiviertel Jahr, ja, führt uns mal so ein bisschen durch. Also wenn jetzt die BerlinCon vorbei ist, dann gehe ich mal von aus, fängt für euch direkt wieder die Arbeit für nächstes Jahr an. Was gibt es denn da alles zu tun? Wie läuft so ein Jahr jetzt bei euch ab? Das würde ich mal machen, weil ich es schon gemacht habe. Ich wollte nur sagen, kurz, also nach der BerlinCon brechen wir erstmal zusammen, glaube ich. Und dann geht's weiter. Ja, so ganz stimmt es leider nicht, weil wir müssen die ganzen Kram noch abbauen. Ja, das habe ich jetzt schon gehört noch irgendwie dazu. Genau, also eigentlich sind wir jetzt schon so ein bisschen in den Planungen fürs nächste Jahr. Das war letztes Jahr auch schon so. Man muss halt gucken, wie sind die Termine, wann machen wir das, wann findet es wieder statt. Das Programm wird gedruckt, da werden wir natürlich die nächsten Sachen schon ankündigen. Jetzt ist natürlich erstmal der ganze Abbau, die ganze Abwicklung, die Sachen werden irgendwie zurückgeschickt, alles wird abgeholt. Und dann geht es halt schon auch mit dem nächsten Jahr weiter. Essen steht vor der Tür, ist immer sehr wichtig, da alle Verlage auch zu treffen, zu gucken, wie geht es weiter. Viele Verlage, die jetzt hier sind, haben schon angekündigt, dass sie nächstes Jahr auch mehr machen wollen, aber wir sind in so einem interessanten Zwischenstadium, auch für die ganzen Verlage. Die großen Verlage sagen, die letzten Jahre waren wir noch so klein, das können wir über unsere Marketingagenturen mitmachen, jetzt sind wir langsam zu groß für die Marketingagenturen, aber noch zu klein für deren Messeabteilung. Also wir fallen so dazwischen. Irgendwie Asmodee macht, glaube ich, das ganze Jahr, haben die paar Leute, die nur Essen vorbereiten. Da fallen wir aus dem Raster, weil da sind wir zu klein für. Trotzdem sind wir aber zu groß, dass es irgendwie da noch so nebenbei mitgemacht wird. Und das ist irgendwie eine ganz interessante Geschichte auch bei den Verlagen, die sich da auftut, weil es gibt ja inzwischen auch mehr Messen von dieser Größe, die sich so entwickeln. Und deswegen muss man da mit den Verlagen viel reden. Wir sind da im guten Kontakt mit allen und da ist man halt das ganze Jahr auch am Reden, am Gucken, was wollt ihr nächstes Jahr machen, wo soll es irgendwie hingehen und wie sieht es dann am Ende so aus. Ja, und natürlich ist unser Ziel auch größer einfach zu werden. Das wird gut angenommen. Ich habe auch schon weiterführend von anderen Verlagen gehört, gerade auch aus dem polnischen Bereich, die auch so nebenan sind, die hier begeistert da waren, die sich jetzt auch zusammentun wollen, mehrere große Verlage. Und da gibt es natürlich dann auch neue Felder zu erschließen. Da kann dann Andreas wieder mit noch mehr Verlagen ein bisschen sprechen. Und da muss ich auch sagen, finde ich auch großartig, was er da gemacht hat. Die Mischung hier, was hier alles da ist, ist einfach cool. Also man kann neue tolle Sachen entdecken, selbst wenn man auch vielleicht in der Szene sich ein bisschen auskennt, sind hier nicht nur die großen, sondern auch schöne kleine Perlen. Das finde ich cool. Ja. Das ist tatsächlich mir auch wichtig, aber umso wichtiger eben um das ganze andere, dass Alex jetzt dabei ist, weil das ist bei mir immer so ein bisschen runtergefallen. Wir haben ein großes Helferteam mit knapp 50, 60 Leuten und die sind immer so ein bisschen, irgendwann ging es nicht mehr, die auch noch zu betreuen und das macht jetzt einfach Alex, der kümmert sich um dieses, um die ganzen anderen Hallen, die dabei sind, um die ganzen Orga. Alex hat früher im Kino gearbeitet, kann sich mit Drucksachen aus, dass das irgendwie alles besser ist. Die Homepage und so musste neu gemacht werden und da ist es einfach super. Es klappt sehr gut mit uns beiden. Das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt habt ihr schon häufiger angesprochen, es gibt dieses Jahr viel Programm, aber wir haben noch gar nicht konkret über das Programm gesprochen. Erzählt doch mal so ein paar Highlights, die man jetzt dieses Jahr auf der BerlinCon erleben kann. Für mich ist natürlich immer ein Highlight, weil ich ja passionierter Glass-Spieler bin, dass wir auch wieder einen Qualifier haben und auch die Deutsche Meisterschaft am Sonntag. Und aber natürlich darüber hinaus haben wir auch wieder coole Turniere machen können. Wir haben zum Beispiel Root-Turnier, das war sozusagen jetzt am Samstag. Dann haben wir King of Tokyo-Turnier gehabt. Dann haben wir draußen auch noch einen Kneipenquiz. Da bin ich auch mal gespannt von Moses, wie das so initiiert wird. Katan Big Games ist auch die ganze Zeit da am Start. Also da haben wir ein paar coole Sachen, die dabei sind. Und glaube
glaube ich, ein ganz großer, interessanter Punkt sind die Brettspielgespräche, unsere Panels. Andreas, da kannst du, glaube ich, noch was sagen. Ja, nochmal kurz zu dem Kneipenkurs. Das wird nachher auf der Terrasse oben stattfinden. Ich glaube, das wird der Knaller. Oh, das hört sich gut an, ja. Genau, die Brettspielgespräche liegen mir tatsächlich sehr im Herzen. Ich komme halt vom Theater und ich habe irgendwann auch gemerkt, dass es sehr wenig über Brettspiele geredet wird. Es gibt kein großes Feuilleton dazu, es wird wenig darüber berichtet. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir auch einen Ort schaffen, wo man darüber redet. Dass man die Leute kennt, die sich damit beschäftigen. Wo sind die Diskussionen? Wie führt das irgendwie hin? Und deswegen sind mir die Brettspielgespräche da auch sehr wichtig. Und da, finde ich, haben wir ein paar tolle Sachen. Ignacy Trevicek war gerade da, hat über 20 Jahre Portal Games berichtet. Heute Morgen war ein Blogger-Treffen auch mit Sven Siemen und noch ein paar anderen Gästen aus der Branche, mit Frank Noack und anderen, die über den aktuellen Stand der Brettspiele gesprochen haben. Ich finde es sehr spannend. Morgen Nachmittag ist ein Gespräch über Exit und das klingt negativ, mir fällt es gerade nicht ein, über die Eventisierung von Brettspielen. Und wobei Eventisierung negativ klingt, das gar nicht so gemeint ist, sondern dass eher darum geht, dass es, finde ich, aktuell sehr viel darum geht, nicht mehr nur Siegpunkte zu sammeln, sondern um das gemeinsame Erleben. Und das, finde ich, tatsächlich ist im Brettspiel sehr einmalig. Im Kino sitze ich alleine und gucke den Film, ein Buch lese ich für mich alleine, ein Computerspiel lese ich alleine und im Brettspiel begegnet man sich. Man muss interagieren, gerade in kooperativen Spielen und zusammen Probleme lösen. Und das finde ich sehr, sehr interessant und sehr eine schöne Entwicklung, die da irgendwie stattfindet, da was Neues zu machen und da reden wir drüber. Und da gibt es eine Theatergruppe, Maschine X heißen die, die sich genau auf sowas spezialisiert haben. Wie kann man auch in diesen Feldern andere Sachen finden. Ralf Querfurt von Cosmos, der die Exit-Spiele macht, ist dabei. Und da haben wir verschiedene Leute aus unterschiedlichen Genres zusammengestellt, um auch das ein bisschen aus diesem Brettspielraum mal rauszuholen und zu gucken, wo führt das irgendwie hin, was kann es da geben. Werden demnächst Abenteuer von erfolgreichen Autoren geschrieben, weil es geht ja mehr in die Erzählung, in die Geschichten. Werden dann die Autoren auch, sind es dann irgendwann, Marc-Uwe Kling schreibt ja auch Exit-Games, hat da gemacht mit den Känguru-Eskapaden und da geht es dann noch weiter. Was passiert da? Da bin ich irgendwie neugierig. Wir werden sehen, was passiert. Und wo er Marc-Uwe Kling schon angesprochen hat, wir sind natürlich ganz, ganz erfreut darüber, dass Marc-Uwe Kling auch lesen wird hier am Sonntag. So ein bisschen abschließend macht er halt eine Lesung so, weil er ja auch schon einen Brettspielbezug hat, so in dieser Thematik. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da werden wir die Halle auch ein bisschen zurückbauen, dass viele Leute da hinkommen können. Und dieses Jahr sind wir auch zusammen mit der RadCon Berlin unterwegs, also dem Rollenspielableger von Ulysses, die jetzt sich auch mal nach Berlin getraut haben, möchte ich mal sagen. Und die haben eine Auktion mitgebracht, die sie schon immer in Limburg gemacht haben. Und die hat es jetzt bei uns hier auch auf die große Bühne geschafft. Gibt es also gute drei Stunden angesetzt. Ja, Brettspiele, die der gute Kron da unter den Hammer bringt und der Markus von Ulysses, ja, so Rollenspiel oder Zubehör. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so angenommen wird von den Leuten. Da kann man sich aussuchen, ob man zu 100% oder zu 50% Sachen spenden möchte. Das geht dann an Kulturleben Berlin, halt eine Einrichtung, die sozusagen das kulturelle Leben Leuten ermöglichen möchte, die gerade nicht so finanziell gut aufgestellt sind. Ja, und da hoffe ich, dass wir da ja ein paar Euro zusammenkriegen. Ja, und eine weitere Neuheit, die es gestern schon gab, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind eure Awards, die BerlinCon Awards, die jetzt zum ersten Mal vergeben wurde. Könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen? Was ist das für ein Award? Wie setzt sich die Jury zusammen? Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee? Wie kamen wir auf die Idee? Die Idee, denke ich, ist so ein bisschen von Johannes aka Hunter auch schon ein bisschen entsprungen. Und wir haben da, wie das dann immer so ist, man hat natürlich viel zu tun und dann heißt es, ey, wir machen noch die Eröffnung und wir machen auch noch so ein Award. Was ich da eigentlich immer ganz cool finde, ich bin auch gerne so ein Machertyp. Ich denke natürlich auch mal über Dinge nach, aber ich finde es auch schön, wenn man es einfach mal macht und es ist auch noch nicht alles perfekt, aber wir haben es mal initiiert jetzt. Und ich glaube, die Awards, die Leute, die dabei waren oder wenn man da was von sieht, ist das schon ein ganz cooler Start. Und wir haben halt so den Ansatz, dass wir schon die Leute, die wirklich da hinter den Spielen stehen, die mal ein bisschen mehr bekannt zu machen, mehr ins Rampenlicht zu stellen. Deswegen haben wir halt so Sachen wie Best New Designer oder Best New Publisher, um auch nochmal Anreiz für Newcomer zu schaffen und natürlich Designer oder Publisher of the Year, aber gehen wir wirklich auf die Personen. Ja. Und das ist natürlich erstmal gar nicht so schwer, überhaupt auch Bilder von denen einfach so zu finden. Da hoffe ich, sind wir nächstes Jahr auch besser in dem Vorlauf so, weil wir wirklich ja, die Leute auch zeigen wollen und auch die Leute bei den Verlagen. Und das ist mir eigentlich ein großes Anliegen. Einfach mal, ja, wer ist zum Beispiel dieser Wolfgang Warsch? Der macht grandiose Sachen und ich würde es einfach cool finden, dass halt eine Großzahl der Leute, wenn die den auf der Messe sehen, auch erkennen und sagen, ey, das ist ein cooler Typ so. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Genau, und die Idee also ist so ein bisschen auch, dass man das Berlinale-Prinzip gesagt, dass man einen Juryvorsitzenden hat mit einer wechselnden Jury, die international aufgestellt ist, um da auch zu gucken, was passiert in der Welt außerhalb von Deutschland. Was ist international? Wer ist da gerade anerkannt und gesehen? Und was sagen die Leute, die nicht in Deutschland irgendwie nur Brettspiele spielen? Weil da passiert ja eine Menge, dass da auch Brettspiele schon veröffentlicht werden, die es aber trotzdem noch nicht auf den deutschen Markt geschafft haben, noch keinen Verlag gefunden haben, weil sie vielleicht
zu komplex oder zu leicht, was auch immer sind, die aber trotzdem besonders sind. Und deswegen haben wir auch darauf Wert gelegt, dass wir Leute aus dem Ausland dabei haben, die auch YouTube-Blogs beschreiben, die sich da aus unserer Jury zusammensetzt. Haben Piet, der mit Alex ja auch viel macht, als Jury-Vorsitzenden da gewinnen können, dass er sich da einfindet. Und ja, es ist eine schöne Geschichte. Kam gestern sehr gut an. Es war irgendwie ganz schön, weil man tatsächlich die Person feiert und sich mit denen freut, dass sie auch nicht nur ein Spiel gemacht haben, sondern vielleicht eine ganze Reihe von Spielen und das irgendwie eine schöne Geschichte ist, wie ich finde. Ja. Daraus entwickelt. Dann wollen wir ganz zum Schluss, wie immer, einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ihr hattet ja eure Besucherzahlen in den letzten Jahren mehr als verdoppelt, vervielfacht. Wie schaut's aus? Was habt ihr euch da für die Zukunft vorgenommen? Also ich glaube, so ein sehr optimistisches Ziel war, dass wir vielleicht dieses Jahr schon über die gesamte Zeit natürlich so 10.000 Besucher haben. Ich habe so ein Gefühl, das wird es vielleicht nicht sein, aber schon der Vorverkauf sah deutlich positiver auch als im letzten Jahr aus. Wir hatten ja diese Eröffnungsveranstaltung auch limitiert auf 700 Leute und dann ist ja noch Staff und Leute. Das war auch ausverkauft quasi mehr oder weniger auf den Punkt. Also es hat schon mal gut funktioniert, das Konzept. Und ja, wenn wir dieses Jahr die 10.000 nicht schaffen, dann hoffentlich im nächsten oder übernächsten Jahr und dann ja so viel, wie halt hier gut reingeht, wie wir neue Sachen akquirieren können und wenn die Hallen so cool gefüllt sind und Leute so viel Spaß haben, warum das denen auch nicht ermöglichen? Ja, genau, zu den Zahlen, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Ich halte immer so 7, 8, habe ich immer intern für mich mitgeplant, dass ich das für realistisch halte. Was in der Zukunft passiert, wir wissen es nicht. Das hängt immer auch so ein bisschen halt darauf an, wie es angenommen wird, wie die Verlage Lust haben mitzumachen, wie das alles so weitergeht. Wie gesagt, das Potenzial ist da. Wir haben erstmal noch Lust, ein bisschen zu wachsen. Ich muss jetzt auch nicht irgendwie in die Messehallen in Berlin umziehen. Ich finde es schön hier, ich mag die Räumlichkeiten. Ich finde, es hat Berliner Flair, es ist mitten in Kreuzberg gut zu erreichen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich weiß es selber noch nicht so richtig. Ja, dann drücke ich euch dafür auf jeden Fall die Daumen und bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für das spannende Interview. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Ciao. Tschüss.